Die Spoiler zu dem One Piece Kapitel 867 sind draußen und es ist einfach nur absolut krass, Leute. Es ist so heftig. Erstmal Shoutout Theoretiker. Er hat gestern in einem Instagram-Post gezeigt, beziehungsweise eine Theorie gemacht, dass etwas passiert ist, beziehungsweise dass was passieren wird. Und es ist einfach geschehen. Es ist das Krasseste überhaupt passiert. Ich lese euch die Spoiler vor. Wie gesagt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, beziehungsweise wenn ihr nicht warten könnt, hört zu. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, schaltet das Video ab. Es kommen Spoiler zum nächsten Kapitel, also 867, was für euch morgen kommen wird, also am Donnerstag. Also, das Kapitel heißt Happy Birthday. Das letzte Kapitel hat damit geendet, dass Big Mom fast ganz Elban zerstört hat, beziehungsweise Elbaf, je nachdem. Und alles war unter Feuer, bis dann Yoruru kam. Das ist der einer der ehemaligen Kapitäne der Riesenkrieger-Piratenbande. Und man hat auch erfahren, dass diese beiden Krieger von allen Riesen respektiert werden. Also von allen. Es gibt ja mehrere Riesenrassen, das weiß man durch Zoro. Und ja, dieser Krieger sozusagen, Yoruru, wollte Big Mom dann aufhalten, ist aber dabei einfach gestorben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum alle Riesen einfach Big Mom hassen, weil sie einen der besten Krieger, einer der Kapitäne der Riesenpiratenbande einfach umgebracht hat. So, also, alles steht unter Brand. Immer noch ihr Samurai haben, also dieses Gericht, was sie so sehr geliebt hat. Sie will es haben, weil sie so 7 Tage gefastet hat und einfach komplett durchgetickt ist, weil sie ihr scheiß Essen nochmal haben wollte. Alle Riesen sind ausgetickt und haben versucht, ihr Samurai zu bringen. Und danach sieht man, dass Mutter Karamell ihre Fähigkeit benutzt. Und zwar die Fähigkeit der Seelenfrucht und kann das Feuer bändigen. Und danach erfährt man halt, dass dieser große Kapitän einfach gestorben ist dabei. Danach ist es so, dass es einfach wieder ganz normal geworden ist. Aber die Riesen wollten dieses Schafhaus wurde es genannt, also das Haus von Mutter Karamell mit ihren ganzen Kindern, die wollten das nicht mehr da haben, weil sie gesehen haben, okay, die kleine Lin Lin hat alles zerstört. Weg von ihr. Danach haben die woanders ihr Haus aufgebaut sozusagen und danach erfährt man auch schon den krassesten Plot-Twist schon wieder, und zwar, dass Mutter Karamell mit der Weltregierung in Kontakt ist und dass sie in Auftrag der Weltregierung arbeitet. Also Mutter Karamell, eine Verräterin, also auch in dem Sinne ist sie böse. Ja, die hat einfach nur so getan, als wäre sie diese Nonne, die sie eigentlich ist, aber eigentlich wollte sie die Kinder verkaufen. Ach du heilige Scheiße. Und dann wollte sie Lin Lin, also Big Mom, wollte sie an die Weltregierung verkaufen und hat damit hat beworben, dass sie die Hälfte von Elban zerstört hat. Also sie ist so stark, dass sie die Hälfte von Elban zerstört hat. Und ja, hier, kauft sie. Ach du heilige Scheiße. Aber danach kam es zum Geburtstag. Deswegen heißt das Chapter auch so Happy Birthday. Und zwar, ja, ganz normal. Der Geburtstag von Big Mom. Und haltet euch fest, es gibt wieder das schöne Essen Samurai, was sie so sehr liebt. Und wenn sie das isst, ist sie absolut froh. Sie isst sogar die Stühle und Tische mit. Und danach, als sie sich wieder beruhigt hat, nachdem sie fertig gegessen hat, schaut sie sich um. Keiner der Kinder ist mehr da. Weder Mutter Karamell noch die Kinder. Niemand ist da. Und sie schreit einfach, wo bist du hingegangen, Mutter? Ach du heilige Scheiße, Big Mom hat einfach die Kinder und Mutter Karamell aufgegessen. Deswegen, das, was ich am Anfang meinte, dass Theos Theorie wahr wurde. Er meinte, dass Big Mom Mutter Karamell aufgegessen hat. Und das ist einfach verdammt nochmal passiert. Deswegen hat sie diese Kraft der Teufelsfrucht bekommen. Das heißt, man weiß jetzt eine weitere Stufe. Das heißt, wenn man einen Teufelsfruchtnutzer isst, bekommt man selber die Fähigkeit. Ach du heilige Scheiße, was ist das für ein krasser Flashback? Am Anfang dachte man, okay, man wird Mitleid mit Big Mom haben, weil sie so eine krasse Vergangenheit wahrscheinlich hat, die einfach traurig ist. Aber jetzt hasst man die eigentlich noch mehr, außer man sieht, warum sie so überhaupt zu so einer Art von Mensch geworden ist, falls man das überhaupt noch irgendwann sieht. Aber so viel dazu, Leute. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo würde mich sehr freuen. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Freut ihr euch auf Chapter? Das wär's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video.